Wort hat der Abgeordnete Wehner. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es fällt mir nicht leicht, nach dieser eigentümlichen Debatte, die keine Debatte war, das Wort zu nehmen. Eben hat der Oppositionsführer das, was in seiner Rede besonders schlimm geklungen hat, modifiziert. Und das ist wohl ein Ausdruck dafür, dass das, was er mit dem Satz gesagt hat, Ihre Republik ist nicht unsere, auch bei ihm nicht festgegossen werden kann, denn sonst gibt es, Herr Kohl, keine Republik. Sonst gibt es keine Republik. Ich, hören Sie mal, streite heute mit Ihnen nicht. Sie sind nicht in einer Verfassung, in der es Ihnen ansteht, mir hier jetzt zu sagen, was ich heute denken sollte. Sie haben hier zum Beispiel gesagt, Herr Kohl, das, was hier gesagt worden sei, müssten Sie sich von Leuten sagen lassen, die Lauschangriffe zu verantworten haben in einer Zahl, wie sie noch nie in der Zeit der Bundesrepublik Deutschland gewesen wären. Warten Sie mal bitte ab, Herr Kohl. Und nein, das kann ja sein, denn die Bundesrepublik ist ja nun schon einige Jahrzehnte alt, nicht? Ich gehöre nicht zu denen, die die Bundesrepublik ruinieren wollen. Ich hoffe, Sie machen noch Halt, Herr Kohl, ehe Sie unwissentlich vieles dazu tun, dass sie ruiniert wird. Meine Herren, solche Werturteile, wie Sie mir entgegenschreien, machen auf mich nur den wehmütigen Eindruck, dass vieles von dem, wofür viele und ich zusammen mit Ihnen von Anfang an eingetreten hat, umsonst gewesen ist. Das beweist Ihre Art. Das beweist auch, ich bin da selbstkritisch, manches von dem, was ich im eigenen Lager erlebe. Herr Abgeordneter Wehner, gestatten Sie eine Zwischenfrage. Nein, Sie haben hier gesagt, Herr Kohl, wir seien dabei, wir, die Sozialdemokraten, seien dabei, diese Republik wieder zu zerstören. Ich halte mich hier an ein eindeutiges Wort Kurt Schumachers, meines Lehrers. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ist nach dem Zweiten Weltkrieg von der Idee ausgegangen, ein Deutschland zu schaffen, das die Wiederholung der Schrecken der Vergangenheit ausschließt. Und dabei bleiben wir. Dass das, meine Damen und Herren, sehr schwer wird, je länger der Weg dauert und je weniger von denen noch etwas mitwirken dürfen, die das von Anfang an begriffen haben, dass wir, um vieles gut zu machen, was früher war und woran wir manches falsch gemacht haben, nicht wieder kommen zu lassen, ist mir klar, denn dumm bin ich nicht. Sie haben, Herr Oppositionsführer, hier gesagt, aus den Worten zum Beispiel des Herrn Lattmann, spreche der Hass. Sehen Sie mal, die Worte des Herrn Lattmann sind nicht meine. Und wir haben über Fragen, wie Sie hier, ja, das gibt es ja doch wohl, Sie, sehr geehrter Herr, der Sie sich da besonders darüber mokieren. Das gibt es. Das leugnen wir auch gar nicht. Das verbrämen wir auch gar nicht. Wir brauchen keine Strategiekommission. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Herr Kohl, Sie sind nicht die Persönlichkeit, die mit Behauptungen, wie Sie sie hier uns gegenüber geschleudert haben,
tiefen Eindruck machen kann. Denn es ist erst 2 Wochen her, da haben Sie von unserer Bundesrepublik als von einer Bananenrepublik gesprochen. Sehen Sie? Ja. Wir hätten Sie, wenn Sie das jetzt für unwahr erklären, nehme ich das gerne entgegen, das Protokoll. Sie werden es wohl nicht noch nachträglich haben retuschieren lassen. Zeigt ja. Und die, die dabei waren, wissen noch ganz genau, wie es wirklich war. Aber es war wohl sehr unangenehm. Und es ist Ihnen nachträglich von einigen gesagt worden, dass das sehr unangenehm und auch politisch schädlich war. Gehen Sie runter von solchen Vorstellungen, die nicht in unsere Landschaft passen. Das müssen Sie mir sagen. Das müssen Sie mir sagen. Ich sage die Wahrheit. Und wenn ich mich irre, sage ich das auch. Aber Sie sind Leute, die können nur andere mit Füßen treten. Das kriegen Sie nicht fertig. Das kriegen Sie nicht fertig. Mann, hampeln Sie doch nicht so herum. Sie sind doch Geschäftsführer und nicht Geschwätzführer. Herr Abgeordneter, dieser Ausdruck ist nicht parlamentarisch. Sie haben gesagt und gesprochen von einer Debatte, wie sie hier geführt würde, und den Sie flankierenden Verleumdungsaktionen draußen. War das parlamentarisch? Ich frage Sie nicht. War das parlamentarisch, einer Partei von dieser Tradition vorzuwerfen, sie führe und flankiere die hiesigen Debatten mit Verleumdungsaktionen und Kampagnen draußen? Nein, nein, das ist nicht in Ordnung. Bei uns ist manches nicht in Ordnung. Und weil Sie von den Lauschangriffen und der Zahl gesprochen haben, warten Sie bitte das Ergebnis der Untersuchungsausschüsse ab. Warten wir es allseitig ab, statt vorher einmal einen zu sprengen, rauszugehen und dann Behauptungen aufzustellen, ehe überhaupt geprüft worden ist. Das mag Ihre Art sein, unsere Art ist das nicht. Wir gehen allen diesen Dingen auf den Grund. Meine Herren, für den Entwurf eines Gesetzes